Wir machen heute gemeinsam den allergrößten Tornado der ganzen Welt für Ron Bilecki. 7 Tage ist es soweit, er kriegt sein eigenes Tornado-Bier von uns einmal gestellt. Und dafür haben wir uns extra einen extremen Experten an Bord geholt. Markus, einen extrem expertisierten Experten dabei. Digga, Sebastian, das ist Daniel, das ist dein Freund. Wir haben uns auf jeden Fall hier, wie Experten das machen würden, tatsächlich kein Fertigset bestellt. Hopfen wir mal, dass das klappt. Bitte halt deine Hebe den Deckel für einen späteren Arbeitsschritt auf. Den heben wir hier auf. Dicker, warum? Meinst du, das schmeckt süß? Probier mal. Oh, geil, ey. Ist lecker. Wie Ahornsirup. Echt jetzt? Schmeckt doch nicht wie Ahornsirup, du Wir können das gar nicht machen, weil wir haben gar keine Sachen dafür. Also, wir haben keine Messbecher. Haben wir Töpfe? Wow. Oha! Mutter, Idiot! Hey, Kaltes Wasser hier reingeben, 400 ml insgesamt. Ne? Das ist ziemlich geil, ne? Super. Digga. Markus, bitte. Du bist hier zum Arbeiten. Der heißt Daniel, Sebastian. Guck mal, wenn ich das hier abmache, es ist Daniel. Oh. Ich bin jahrelang verarscht worden. Ich hatte meinen künstlichen Darmausgangsbau. Warum filme ich eigentlich nicht? Oh! Toll, Sebastian. Zu schnell reingeschüttet. Achtung, Hopfen. Fünfter Gisch, bitte. Mein Jutzer, ich hab da was für dich. Du hast da was für mich. Ich habe dir den 5 Liter Tornado selber gebraut. Als Bier. Das ist der größte Tornado der Welt. Ja, das haben wir selbst gemacht, okay? Schaust du dir an. Sind das wirklich 5 Liter? Es sind 4 Liter gerade, weil Marc hat schon ein bisschen was abgekriegt. Das hier ist das offizielle Ron Bilecki Tornado-Bier. Mein allergeilster. Mir wurde noch nie so ein schönes Geschenk gemacht. Ich würde wünschen, dass du hiermit mal ganz kurz den Torni ansetzt. Ich setze den Torni mal an. Ich sag's dir, wie es ist. Geschmackmäßig ist das echt ein Erlebnis. Bro, ist es wirklich Bier oder ist es was anderes? Es ist wirklich Bier, aber es schmeckt halt anders als... Bier. Mann, hat vorhin reingepisst. Ich hab auch schon aus dem Fass gezwirbelt, ey. Versuch's einfach mal, wa? Also, ich einfach mal versuchen? Den 5 Liter Tornado wirst du damit nicht ziehen können. Du riechst es. Ey, was ist das, Mann? Nein, das ist Bier. Wirklich? Es ist wirklich Bier. Ja, es ist selbst wirklich. Gebraut. Okay. Das ist auch safe. Wir haben es heute selber auch getrunken. Na dann, entzündet die Kanone. Und was sagst du? Ich wusste das mal hier. Nehmen wir mit! Was ist das? 5 Liter, ne? Steht nur 2 drauf. würdest du sagen, das ist es vom Geschmack? Ich würde sagen, geschmacklich. Kann man. Ja! Im Endeffekt, glaube ich, kann man da noch ein bisschen was mitmachen. Aber ich muss schon sagen, vom Design her und allem drum und dran, also ist das schon. Ey, da hast du dir aber echt Mühe gemacht. Das ist eine sehr kleine Nummer, wa? Lass es vielleicht noch mal ein paar Wochen stehen, vielleicht wird es besser. Ich würde es auch so ein bisschen in der Sonne gedeihen lassen. Ey, wie war es denn vom Geschmack, jetzt mal ehrlich? Ja, nee, Mann. Ey, ich dachte auch vorhin, was ist da los, ne? Alter? Digga, ich mach das da, häng da am Herd, 3 Stunden koch das alles für einen Arsch, Digga. Schmeckt überhaupt nicht. Wie, du kochst das? Ja, dann musst du so mit... Du hast das selber gemacht. Ja, das ist selbstgemachtes Bier. Mit so einem Set. Aber irgendwie, guck mal, das ist auch so sehr, sehr wild. Da sind auch so Dinger hier, guck mal hier. Da sind so Fäden drin, seht ihr das da? Da ist so... Bro, Alter, aber... Naja. Appetitlich sieht das jetzt nicht so aus. Schwierig. Also ich sag's, wie es ist. Die Flasche wiegt genauso viel wie ich, Mann. Willst du noch einen Schluck trinken, aber? Nee, du lass doch noch mal einen kräftigen. Alles gut, wir lassen das kurz hier stehen, wa? Komm, einen kann man doch noch ein. Wenn ihr sehen wollt, wie der Abend weitergeht, schaut auf jeden Fall gerne bei Ron, Nico, Marc, Amar oder bei sonstigen Leuten am YouTube-Kanal vorbei, weil da wird sich auf jeden Fall heute Abend noch richtig eine reingetrunken. Kommt Amar auch? Ich glaube, Amar kommt auch noch. Kommt Amar auch? Amar wird kommen. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. In diesem Sinne. Kommt da mal auch. Ron, was haben wir gelernt? Was muss man immer am Ende des Videos immer sagen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaltet jetzt im oberen linken Dreizack-Schloch das Like-Button rein und abonniert diesen Channel, weil 183.000 Menschen haben diesen Channel noch nicht abonniert.